So, Schmierstoff. Glas. Ich brauche eine Energiezelle. Dafür brauche ich noch Silikongummi. Gummi habe ich aber noch. So, das war's doch, oder? So, jetzt aber. Ja. To swim off is a fast, safe mode of transport. But remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Seemotte. Welcome aboard, Captain. Fängt der Spaß richtig an. Oh ja, Seemotten sind cool. Womit laufen Seemotten? Energiezellen oder? Vital signs stabilizing. So. Ich weiß gar nicht, womit die laufen. Mit Energiezellen oder mit Batterien? Kann man das da nicht irgendwo nachgucken? Hat die nicht eine Klappe oder so, wo man das da reinschmeißen kann? Da unten. Ah, Energiezelle, okay. Gucke ich gleich mal, dass ich vielleicht noch eine zweite Energiezelle bauen kann. Ja, eine könnte ich noch bauen, dann habe ich aber keine Batterie mehr für meinen Gleiter. Naja. So, das ist interessant. Das ist auch interessant. Das brauchen wir auch nicht. Ja. Gut, das heißt, ich habe jetzt eine Ersatzenergiezelle. Mein Gleiter ist fast alle. Essen, Trinken sieht eher schlecht aus. Sollte ich vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen? Essen nehme ich jetzt einfach das mit und habe ich wenigstens. Ah, da habe ich ja sogar noch Trinken. Das ist mal, haben wir ja Essen und Trinken. Tja. Dann wollen wir mal. Wo ist mein Flitzer? Da. Auf geht's. Das macht so viel angenehmer schon mal. Das war ich nicht. Der ist da freiwillig gegen gesprungen. Ich kann nichts dafür.
Mann, die schwimmen hier alle gegen die Seemotte. Was machen die? Sind die doof? Da ist nix. Doch, da ist was drin. Konnte ich aus der Seemotte, konnte ich doch auch scannen, oder? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Das ist der Laserschneider. Aber konnte ich nicht aus der Seemotte auch scannen? Ging das nicht? Ich dachte immer. Vielleicht täusche ich mich auch. Möglich ist alles. Ah, das ist ein Fisch. Liegt da bestimmt noch irgendwo so ein Laserschneider, oder? Was, vielleicht über Mods? Ja, mit Mods habe ich das noch nie gespielt, keine Ahnung. Nee, so will ich das auch nicht spielen. Ach so, die man in die Seemotte einbauen kann. Ach so, meinst du das? Ja, das könnte sein. Ich war immer der Meinung, das geht. Tester. Ich fühle mich schon viel sicherer, aber ich weiß genau, dass der Schein trügt. So viel sicherer bin ich nicht. Wenn die wollen, können die mir immer noch ganz schön was anhaben hier. Muss ich das auch scannen? Mann, dass er das nie ausgerüstet hat. Ich hab's doch in der Hand gehabt eben. Das hab ich schon. Bauen kann ich mit dem auch nicht, ne? Mit der Seemotte? Ne. Ja, ich glaube, da brauche ich echt diese Mods dann dafür. Sag mal, geht's noch? Die Seemotte beschädigt. Voll dagegen geschwommen, der Dödel. Das ist nicht okay. Nein, nein, nein. Was ist das da? Das ist bestimmt von dem Zyklop-Ding, ne? Teil. Das könnte was sein. Ja. Also auf den Zyklopen freust du dich auch? Ja, der ist cool. Der ist nur sehr, sehr groß. Der Zyklop ist einfach nur sehr, sehr groß. Was ist das denn? Kupfererz. Ja, das kann ich nicht abbauen, shit. Das wäre natürlich jetzt schön, aber geht nicht.
Hals kratzt, ey. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Oh, wir müssen tiefer. Und er sieht auch nicht so freundlich aus. Nee, da gehe ich. Oh, da ist noch einer. Da gehe ich nicht hin. Nee. Das geht mein Schiff gerade kaputt, meine Seemotte. Da war ich noch nicht, ne? Da war ich noch nicht. Was haben wir denn hier? Da haben wir noch was. Das könnte ein Richtungsgegenstand sein. Oxygen efficiency greatly decreased. Komm, hier haben wir bestimmt doch irgendwo einen Laserschneider rumliegen, oder? Oh. Der ist nicht so erfreut, dass ich hier bin, wie es aussieht. Warning. Maximum depth reached. Hull damage. Ja, ich will ja gar nicht so tief. Aber da ist ein Kollege, der ist ein bisschen unentspannt. Guck mal kurz hier. Ganz schnell einen Blick reinwerfen. Hier ist nichts, da ist nichts, da geht nicht. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da. Da muss ich hin. Ich glaube, ich bringe das mal nach Hause. Alles deine Freunde, die haben dich zum Fressen, ja? Auf jeden Fall. Ich habe nur relativ wenig Lust auf die. Oh, das Ding sieht halt so angeschlagen aus mittlerweile. So wieder, ich gebe mir doch einen Schock. Niemals. Niemals! Jetzt geht's erstmal nach Hause hier. Ich muss meine Seemotte reparieren. Da unten will ich gleich mal gucken, da könnte auch noch was sein, oder? Nee, ist zu, da ist nichts drin. Okay, okay. Dann schauen wir doch mal. Gucken, ob ich das mit dem Reparaturwerkzeug gleich hier repariert bekomme. So, hier ist ein bisschen sicherer. Habe ich denn Reparaturwerkzeug? Ja. Oh, geht sogar. Sehr schön. Kurz gucken. Was habe ich denn jetzt Neues? Der hier ist neu. Und der ist neu.
brauche aber echt diesen blöden Laserschneider. Ich könnte ja mal Richtung, Richtung Schiff. Wo ist denn das? Da hinten. Ich glaube, um das Schiff rum habe ich nämlich auch noch nicht so richtig gesucht gehabt. Den Laserschneider habe ich ganz gefunden. Wo wird denn der mir angezeigt? Nee. Eins von drei habe ich erst. Da fehlt noch ein bisschen was. Gibt es hier was zu scannen? Hier ist ein Kaffeeautomat. Hau ab! Lass mich in Ruhe! Nein, 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 nein! Ich bin ihm entkommen. Wo ist das Schiff jetzt? Da. Flupp. Und abwärts. So weit weg platziert immer. Also das eine Teil, was ich gefunden habe, war jetzt auch relativ weit weg. Aber hier ist halt gar nichts, ne? Hier ist halt überhaupt nichts. Schauen wir mal hier. Ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht gegenknall. Ne, das ist nur so ein. Ah, hier haben wir noch ein paar Kisten. Oh, eine Batterie, nice. Nehme ich gerne mit. Noch eine? Nein. Lass das. Der macht nichts. Der ist ganz lieb. Der macht überhaupt nichts. Der macht überhaupt nichts. Der macht überhaupt nichts. Nein. 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 Der macht nichts. Rückwärtsgang. 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 Andere Richtung. Oh Gott, hier ist Land. Ich war in Panik. Die Dinger kann ich auskennen, oder? Aber die habe ich doch auch bestimmt schon, oder? Ja, das habe ich schon. Das zählt auch dazu. Das zählt auch dazu, okay. Ich
Hier war ich auch schon, hier ist nichts. Weiß nicht, wie geht's hier sehr tief runter. Aber hier sind auf jeden Fall mal ein paar Kisten. Ein Wasser. Noch ein Wasser. Noch eine Kiste. Oh, hier ist einiges an Kisten. Ne? Lohnt sich sogar hier echt zu gucken. Entschuldigung. Sag mal, kannst du dich mal verziehen? Was ist mit dir? Sag mal, ist aber mal gut hier. Drecksack. Gucken, ob ich das scannen kann. Welcome aboard, Captain. Ups, bisschen tief, Entschuldigung. So. Was? Fische sind Freunde, keine Feinde. Das hat der Große anders gesehen. Ich glaube, das sieht auch er hier anders. Das ist wegen dem Raumschiff, oder? Das ist nicht das Raumschiff. Nun, es ist so, er müsste gescannt werden, ne? Aber ich mache mir da nichts vor. Meine Chancen stehen eher nicht so gut, würde ich behaupten. Hier ist eine Kiste. Ich kann nicht anders, es ist eine Kiste, was soll ich machen? Ja, der lässt mich in Ruhe. Ist echt beruhigend, ne, hier. Vor allem, wenn es dunkel wird. Au. Wenn da noch jemand hast, der unfähig ist, eine Seemotte zu lenken. Und nochmal eine Batterie. Also an Batterien sollte es jetzt erstmal nicht mehr mangeln. Eher an der Fähigkeit der Fische, meiner Seemotte aus dem Weg zu gehen.
Daran mangelt es hier ganz gewaltig. Ups. Aber ich muss sagen, so eine Energiezelle hält relativ lange, ne? Also haben wir jetzt knappe 30% gleich weg. Hebt eigentlich ordentlich. Jetzt hier atemberaubende Musik. Was ist da los? Ja, erstmal machen wir hier das Licht aus. Wäre ich ein Geldscheißer. Hoppala. So, dann reparieren wir diese Motte schnell. Sehr gut. Welcome aboard, Captain. Ja, wir kommen und so. Schwupp. Land pre-recorded distress call. This is Officer Keenan, Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. So. Da haben wir das nächste Signal, wo ich hin muss. Die lasse ich mal alle hier, die brauche ich nicht, beziehungsweise... Doch, die lasse ich hier, das ist egal. Komm, eine nehmen wir mit. Eine einzige. Davon brauche ich auch nicht so viele mitnehmen. Das schon dreimal nicht. Aber die Energiezelle wollte ich aber schon mitnehmen. Dieser blöde Laserschneider. Ich finde ihn einfach nicht. So. Gut. Dann würde ich jetzt vielleicht noch ein anderes Spiel spielen. Ich wollte das hier nur zum Anfang jetzt spielen. Hab ja noch reichlich Folgen.